Der Herr ist wirklich auferstanden. Er ist dem Simon erschienen. Wir haben ihn nicht erkannt. Nicht auf dem Weg. Aber als er das Brot brach, erkannten wir ihn. In Emmaus. Wie seltsam, dass er dort war. Friede sei mit euch. Was seid ihr so bestürzt? Warum habt ihr solche Zweifel in eurem Herzen? Seht, meine Hände und meine Füße. Und seht, ich bin es selbst. Fasst mich an und begreift. Wie ihr es bei mir seht, so hat kein Geist Fleisch und Knochen. Das sind die Worte, die ich euch sagte, als ich noch bei euch war. Alles müsse sich erfüllen, was im Gesetz des Mose bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht. In der Schrift steht, der Messias wird leiden und wird am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Angefangen in Jerusalem. Ihr seid Zeugen dafür. Und ich will die Gabe, die mein Vater verheißen hat, zu euch herabsenden. Aber bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet.